Cheerio, meine Freunde, willkommen zurück zu Pokémon Blatt Grün. Grün mit K. Der Q-Block. Oh, geil, das geht ja. Q-Block Challenge. So, Plan heute ist, den Mondberg zu benden. So. Und darauf zu achten, dass unsere Pokémon nicht überleveln. So. Deswegen werde ich mal versuchen, so ein, zwei Trainer auszuweichen, wenn es möglich ist. Lucky Punch. Schön, jetzt brauchen wir noch einen Chanera. Hä? Hallo Tanzer. Wie wenig zählt denn die schwarze Flöte? Gleich zweimal einsetzen, man weiß ja nicht, man weiß ja nie, ne? Aber da kriegen wir erstmal einen Fossil. Yay! Ich freue mich. Natürlich auch, wenn wir es erst in 10 Jahren. Gut, dass mich das Pokémon aufgehalten hat. Ich wollte mich gerade aus lang laufen, um an dem Rocket vorbeizueiern. So, heute werden wir auf jeden Fall nach Azuria City gehen und uns noch ein Pokémon fangen. Wenn wir es dürfen. Das ist natürlich vorausgesetzt. So, kannst du weiter unten gucken? Ah, Cheater! Bam, 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 bam. Hallo Zubat. Du bist ein Fall für unseren Pulverschnee. Aber noch haben wir zum Glück noch 11. Der Rest sieht so ein bisschen schlecht aus. Ich habe gerade echt so ein bisschen Sorge, was das Level angeht. Weil wenn das über Arena-Leiter-Level geht, also über Level 21, also jetzt, wenn wir Pokémon Level 22 haben, müsste ich es freilassen. Das will ich nicht. Das will ich nicht. Oh, ja, schmeiß mir Lava. Halt mir vor, dass ich keinen Lavita haben durfte. Auf Route 22 gab es Lavita zu fangen, aber wir durften keinen Gestein-Bogen-Pokémon fangen. Ja. Hallo Freeze, wieder mal. Kann es sein, dass Pulverschnee eine massiv hohe Einfrierchance hat? Ist nur eingefroren, ja. Dann kann ich ja jetzt mit Dings arbeiten. Mit Intensität. So. Hätte ich vielleicht auch gerade machen können schon. Ich bin sauer! Und einmal sauer! Und ich versuche jetzt noch weitere Trainer zu vermeiden. Bam, bam, bam. Hallo Gehweier. Ja, schade, die hätte ich auch gerne. Ich mag die Käfer-Pokémon soweit, so Maskeregen, Motterpell. Motterpell ganz besonders. Ach, komm schon! Weißt du was, die schwarze Flöte ist Müll. Sorry. Aber weißt du was, ich freue mich, ich habe unendlich einen Schutz. Ha, ha, ha. Aber weißt du was, ich habe wirklich einen Schutz mal gehabt. Das war ja im... nein, das war ja im letzten Durchlauf. Hatten wir Superschutz gehabt. Nein. Ja gut, da wäre ich sowieso nicht so dran vorbeigekommen. Bam, 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 bam. Den Kader. Alter, Level 13. Voll der Levelanstieg hier. Aber zum Glück bist du ein Boden-Pokémon. Das ein Crit abkriegt. Tschüss. Umbrill. Und Taubsi. Schön, dass du mir hier Pokémon ganz entgegenschmeißt, die schwach gegen meine Eisattacken sind. Alter, natürlich muss er da noch einen Druckzug-Hieb reinbauen, ne? Bam! Tschüss, Topsy. Das gibt's nicht, das gibt's doch. Vielleicht haben wir ja gleich einfach mal Glück und...
dürfen noch ein Pokémon fangen auf Route 4. So. Hände weg! Wir drehen mal zuerst. Vergiss es. All hail the Helix! Feuerriegel! Hi! Da setze ich nochmal Intensität ein. Der Feuerriegel sieht... Oh, 10! Tschüss, Feuerriegel? Fragezeichen? Jupp. Alter. Ah, ihr habt schon auch schon Level 19. Böse. Spoink. Hallo Spoink. Was sagst du denn zu einer Intensität 8? Och, gar nichts. Er schnüffelt mich erstmal an. Dann hau ich den Pulverschnee um die Ohren. Der nichts abzieht. Gut, dann nehmen die Zornklinge, die daneben geht. Och, bitte. Kann das Ding nur Schnüffler und Platscher? Ja, und jetzt mal eine ernst gefallene Frage. Das wäre ein Albtraum, das Ding zu trainieren. Hättest du, wenn du ein Pokémon hast, das nur platschen kann und schnüffeln kann. Hallo Tuska. Was sagst du denn zu einem Pulverschnee? Bam. Boah. Er sagt dazu, dass er mir erstmal einen Absorber reinhaut. Aber ich glaube, das müsste auch der letzte Trainer sein. Das heißt, wir haben dann erstmal Entwarnung, bis wir nach oben kommen. Aber da dürfen wir auch nochmal zwei Pokémon fangen. Ja. Das war's, Miguel. Ja. Oh, hail the Helix. Wollen wir kurz was checken? Ja, wusste ich doch. Superball. Ich wollte sagen, der Stein ist so auffällig da unten. Ich hab's wieder Sam. Oh, Fangirl. Das Pokémon dieses Spiels. Und das unter einen Rahmen ziert. Wäre natürlich was, wenn wir das fangen könnten irgendwann mal. Das wird so perfekt passen. Ein Megablock. Toll. Den Megablocken kannst du ja voll in die Himibeere. Oh Gott, ey, da sind wir so Items da. Ja. Ich sag dazu nichts. Sagen wir es mal so. So, hier die Herren. Mega Herr, Mega Hieb um Mega. Welches Pokémon soll Mega Hieb erlernen? Kann kein einziges Pokémon lernen. Super. Wie sieht es mit Mega Kick aus? Ja. Kann Krillin lernen. Ja. Bringt nur nichts, beide sind spezielle Pokémon. So, da ist das Gras. Und ich habe Barriere gefunden. Natürlich. TM-Barriere. Könnte aber noch nützlich sein. Will ich nicht verteufeln. Kann das einer lernen? Nö. So, bevor ich dann mal ins Gras hüppel, dürfen wir wieder würfeln. 10, 17. Das war Elektro, ne? Yep. Na dann, bring uns mal Glück. Bring uns mal ein Elektro-Pokémon. Das ist kein Elektro-Pokémon. Wäre geil gewesen, Kleinstein. Gut, 1. Haben schon irgendein Elektro-Pokémon. Ich nehme auch Fritzeblitz normal. Das ist mir egal. So, das waren nur 2. Hier gibt's Killia. Hier gibt's wilde Killia. Alter. 3. Komm schon. So nicht. 4.
Komm, so wenig Elektro-Pokémon gibt's denn auch nicht. Nummer 5. Alter, voll das Radfratz-Gespamme hier. Geh weg. Hau ab, Radfratz. 6. Ja, hallo Kleinstein, dass ich nicht fangen darf. Nummer 7. Bitte, 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 bitte. Nö. Wieder mal sagt das Spiel, nö, kein neues Pokémon für dich. Dass wir Yamcha haben, das haben wir auch nur verdanken, dass wir das, weil wir es kaufen konnten. So, Azuria City. Yeah. Jetzt müssen wir nur gucken, wie wir das machen mit der Route oben. Die Nugget-Brücke können wir nicht skippen. Ich glaube, da kann man kaum Gegner-Trainer skippen, das ist das Problem. Aber sobald wir die Nugget-Brücke haben, haben wir zwei Chancen, um ein Pokémon zu fangen. Guck mal, wie Lamus da richtig vor dem Baum sitzt, damit man das ja, da ja auch nicht rangeht. Super Tränke, ja, gib her. Gleich erstmal voll, alles verkaufen hier. Oh, warte mal. Sorry. Können wir irgendwas verkaufen? Ich glaube, für die schwarze Flöte kriegen wir nichts, ne? 200. Grüner Schal. 50. Holzkohle. 4900. Ja, hier, bitteschön. Lucky Punch. 5. Grimmlöffel. 50. Weil ich würde doch nochmal gerne so ein, zwei Pokébälle kaufen. Ah, wir haben noch 10 im Besitz, aber hey. So. Man kann nie genug haben. Und Schutz gibt es hier, das ist schön zu wissen. Gibt es hier noch irgendwas zum Lernen? Hi. Nein, hab keine Sonderbonbons. Die will ich mir auch immer aufsparen für einen Fall, wenn man Pokémon entwickelt. Ja, ja. Und dieses Tutorial-Kram hier. So Leute, ich würde mal sagen, damit beende ich die Folge wieder. Wieder ist gut. Und wir machen das nächste Mal die Nugget-Brücke und fangen uns, wenn wir Glück haben, zwei neue Pokémon. Bis dahin. Ciao.